Manchmal erscheinen zu coolen Filmen einfach uncoole Steelbooks. Und ich kann mich daran erinnern, als ich nach dem ersten Teil von Expendables, der ja ehrlich gesagt nicht ganz so gut war, wie er sein hätte können, trotzdem mit den Hufen gescharrt habe und unbedingt den zweiten Teil sehen wollte und es kaum erwarten konnte, bis der Film in Deutschland erscheint und mir deswegen die UK Steelbook-Version zulegen musste. Da ist der Film erschienen mit einem matten Steelbook, mit einem Quarterslip, der oben außerdem noch schönes silbernes Holopapier bietet für den Filmtitel, was, finde ich eigentlich für ein Steelbook generell eine coole Idee ist, weil so dieses Papier und auch der Metallic-Effekt von dem Steelbook-Frontcover relativ gut zusammenpasst. Außerdem dann auf dem Backcover natürlich die Inhaltsangabe des Films, Bonusmaterial, die technischen Details, irgendwie finde ich auch die Arroganz von Lionsgate hier bei diesem Steelbook relativ cool, dass sie es gar nicht einmal mehr notwendig haben, hier auch ansatzweise nur irgendetwas von Filmbildern oder sonst irgendwas aufzudrücken, weil ganz ehrlich, it's freaking Expendables, it's exactly what you think it is. Dann haben wir auf dem eigentlichen Steelbook nur mehr den Titel The Expendables, weil der Zweier ist ja hier aus den Waffen gemacht. Deswegen meine kurze Verwirrung. Sieht aber ebenfalls ziemlich cool aus. Ist ein sehr, sehr, sehr schlichtes Artwork. Macht sich aber, finde ich, wirklich absolut genial, weil eben sowohl der Expendables-Schriftzug als auch der Zweier mit dem Totenschädel drinnen den metallischen Effekt sehr, sehr gut darstellt. Sehr, sehr gut eben auch den Kontrast mit dem Hintergrund bietet. Das gefällt mir echt verdammt gut. Außerdem haben wir dann hier auf dem Backcover noch den Totenschädel mit den Gewehren, ebenfalls mit dem metallischen Steelbook-Effekt. Aber man muss sagen, dass auch wenn das Design durchaus irgendwie ansprechend ist, es ist schon sehr einfach. Noch einfacher wird es dann innen, weil innen ist das Steelbook leer. Und das war dann irgendwie der Moment, wo ich mich doch geärgert habe, dass ich zusätzlich zum deutschen Steelbook auch noch dieses gekauft habe, weil eigentlich einen wirklichen Mehrwert für mich als Steelbook-Sammler hat das Ganze nicht. Eben, glaube ich, nur mit der Ausnahme, dass ich den Film ein kleines bisschen früher sehen konnte. Da hat das deutsche Steelbook von Splendid schon etwas mehr zu bieten. Das sieht nämlich so aus, beziehungsweise gibt es davon zumindest einige andere Auflagen dann noch mit Lenticular, mit Hero Pack, beziehungsweise die Version, die ich euch in einem separaten Sammelsurium-Clip auf meinem Kanal bereits gezeigt habe, nämlich mit einem Artprint aus mit einer echten Leinwand dabei. Das könnt ihr euch in einem separaten Video anschauen. Generell bin ich allerdings der Meinung, dass das UK Steelbook von Expendables 2 zwar grundsätzlich ein nettes Frontcover hat, ansonsten aber wirklich so gut wie gar nichts zu bieten hat.